So, da sind wir wieder. Jetzt geht es um dieses Gewinde als schiefe Ebene. Das ist der Trick. Wie machen wir das? Ein Gewinde als schiefe Ebene zu betrachten. Ich hatte eben, weil ich nämlich einen Gewinde angefasst habe und das war ölig, hatte ich so auf meinem Finger solche schrägen Linien als Muster. Das ist der Abdruck dieses Gewindes gewesen. Das können wir aber ganz leicht letzten Endes hinbekommen. Wir können eins machen. Wir hatten ja gesagt, Delta H müssen wir irgendwie ermitteln. Und jetzt schnappen wir uns mal nur von einem Gewindegang bis zum nächsten unser Delta H. Das kann man dann gleich abmessen. Das werden wir auch gleich tun. Delta H. Und jetzt gibt es noch eine Schwierigkeit. Und zwar L ist einmal rum. Praktisch von hier bis hier. Einmal herum. Das ist die Strecke. Das ist Delta L. Aber wie machen wir das am besten? Mit unseren Bordmitteln können wir es noch nicht. Höhere Klassen werden sagen, na dann, das ist der Kreisumfang, den kann man ganz einfach ausrechnen. Aber wie kriegen wir das hin? Und zwar werden wir es hinbekommen, indem wir nämlich mein Fingerabbild von diesen Ölspuren nehmen. Und eben habe ich das probiert, auf dem Papier raufzukriegen. Ganz genau ist es nicht geworden. Ein bisschen sieht man es noch. Dieses Bild, ich mache das jetzt mal idealisiert. Wenn ich also Papier um die Schraube herumwickel und zwar genau einmal rum, also von hier bis hier wieder hin, einmal rum, dann kann ich genau sagen, wie lang ist die Strecke und dann hätten wir zum Beispiel eine gewisse Strecke und das werden wir dann gleich nochmal alles ausmessen und genau machen und ich hätte auch mein Delta H. Diese Skizze, die ich jetzt hier gemacht habe, die entspricht natürlich kaum der Realität. Normalerweise ist dieses Delta H viel kleiner. Ich müsste es eigentlich so machen hier. Ich müsste eine ganz, ganz flach ansteigende schiefe Ebene darstellen. Na, noch flacher, wenn es geht. So. Und dann würde man auch sehen, dass dieses Delta H nur ganz gering ist. Delta H. Das ist praktisch ein Auszug dieses Bildes, was wir gleich mit Maßen versehen werden. Naja, gut. Schön ist nicht, aber wir werden darauf gleich nochmal zurückkommen. Jetzt haben wir Delta L gemessen. Einmal das Papier um die Schraube rumgewickelt. Delta L sind 3 cm. Das genügt uns für unsere Genauigkeit. So, und jetzt müssen wir nochmal messen, wie ist der Abstand für Delta H, also für den Anstieg im Gewinde. Moment. So, und Delta H haben wir ausgemessen. Das waren 1,5 mm. 1,5 mm Anstieg sozusagen. Dann werde ich das mal als 30 mm deklarieren, dann haben wir das wesentlich leichter. So, das bis dahin. Jetzt müssen wir mal überlegen, wie kann man dann solche flachen Hangabtriebskräfte und ähnlichen Kräfte machen und vor allem, wo drin besteht die Kraftersparnis und was passiert hier. Dafür brauche ich auch noch mal eine Skizze. Die muss ein bisschen gewaltiger sein, weil hier würde man nicht viel sehen. Wir gucken uns nochmal unsere schiefe Ebene von hier oben an. Also nochmal. Wir machen nochmal Delta L als 30 mm. Und zur Veranschaulichung Delta H als 1,5 mm. So. Und worin bestehen jetzt unsere Kräfteersparnisse und so weiter? Darüber müssen wir erstmal schnell diskutieren. So, jetzt habe ich erstmal was eingemalt. Und zwar eine Art Hangabtriebskraft. Eine Art Gewichtskraft, ich sage mal eine Art und eine Art Andruckkraft. Jetzt müssen wir mal diskutieren, was sind denn diese Kräfte in Wahrheit? Denn hier geht es ja nicht um bergabrollendes Auto, sondern wir wollen ja unsere kräftesparende Einrichtung hinbekommen. Darüber diskutieren wir jetzt. Vielleicht können wir es uns besser vorstellen, wenn wir die Schraube hier nochmal haben. Wir hatten ja hier unser Delta H dran, ne? Von hier bis hier ein Gewindegang. Das war Delta H. Und vielleicht kommen wir dann da drauf und einmal rum, so schräg, einmal rum wird Delta L sein. Vielleicht kommen wir dann besser drauf, wie wir die einzelnen Kräfte besser bezeichnen. Wie gesagt, es geht hier nicht um Hangabtriebskraft. Gut, also wir haben gesagt, diese. Die Möwen, ja, und die Krähen, die bekriegen sich hier gerade. Diese Drehkraft, sagen wir einfach FD, wird das werden mal. FD schreibe ich mal hin, da haben wir es noch besser. Das ist die einzige Kraft, die sich nämlich die ganze Zeit hier um die Schraube herum bewegt. Gut. Dann interessiert uns die grüne eigentlich. Die grüne Kraft ist genau die Kraft, die letzten Endes dafür sorgt, dass wenn ich ein Gewinde fest anziehe,
dass die grüne Kraft letzten Endes eine Art Anpresskraft darstellt, sodass ich dann ganz schwer wieder losdrehen kann, wenn ich das richtig angebrummt habe, so eine Schraube. Die interessieren uns aber in diesem Fall nicht so, aber das hat ein Schüler sehr schön erkannt. Das ist also praktisch unsere Reibungskraft, ne? Reibung verursachende Kraft. So, und jetzt kommt der Hammer. Natürlich bleibt blau übrig. Und die blaue, die entspricht dann unserer Druckkraft, die wir ausüben wollten. Denn wir haben ja mit der Schraube etwas festdrehen wollen. Das ist sie. Die wirkt parallel zur Gewindeachse. Das ist von Delta H abhängig, ganz genau. Das ist praktisch unsere Druckkraft, die wir verursachen wollen. Naja, jetzt müsste aber einiges klar sein, wie groß die Kraftersparnis ist und um was es hier geht. Wir können wieder hier irgendwelche Parallelverschiebungen machen, aber wir wollen erstmal eins. Wir wollen erstmal wissen, wie viel unsere Druckkraft beträgt. Nehmen wir mal an, unsere Druckkraft, die sei so groß und das entspräche, ich nenne die FD. D wie Dora, D wie Druck. So, und FD sei, damit es ausreichend, wir hatten es hier mal als Daumenschraube ausprobiert, der Schüler ist jetzt beim Arzt, die sei mal 100 Newton. Das entspräche 10 Kilopond in alter Einheit. 100 Newton. Nach den 100 Newton hat der Finger geblutet. So, und für 100 Newton, wie wenig braucht man dann letzten Endes Drehkraft, die also außen herum wirkt? Ja, das lässt sich wieder leicht machen, indem wir dann sagen, okay, wir verschieben parallel. Und dann hätten wir das auch. Aber das ist ja jetzt gar nicht richtig. Das ist ja jetzt in diesem Fall überhaupt nicht richtig. Warum? Wir müssen ja das ganze Ding total flach zeichnen. Und jetzt fällt uns vielleicht was ein. Vielleicht haben wir eine Idee, dass wir das trotzdem rauskriegen. Eins müsste klar sein. Bei diesem flachen Verhältnis, nochmal, unsere Druckkraft, die wir hier erzeugen, und dann unsere Drehkraft. Das wird ein ziemliches Gepinsel, aber hier fällt es schon mal auf. Die Drehkraft ist auf jeden Fall wesentlich kleiner als die Druckkraft. Das sieht man hier schon. Wesentlich kleiner. Und wie kommen wir damit vielleicht zurecht? Das müsste in der 9. übrigens mit Strahlensätzen sehr leicht zu lösen sein. Aber wir versuchen mal daran zu kommen. Wir gehen nochmal zurück zu unserem alten Beispiel. Wir hatten ja hier gesagt, ich nehme beide Seiten mal zwei Kästchen, dann rutschen die Kästchen hier oben drauf. Was ist denn, wenn ich jetzt hier danach durch 13.000 Newton teile, dann habe ich die Kräfte plötzlich übereinander stehen und die Längen übereinander stehen. Ich werde dieses Beispiel nochmal zeigen, dass das auch nicht falsch ist. Das heißt, ich werde das mal kopieren und wir machen mal eine mathematische Spielerei. Na komm. So, und wenn wir das dann rein rechnerisch hinbekommen haben, dann können wir vielleicht auch was anderes wieder machen. So, einfügen. Und wir hatten ja gesagt, ach ja, übrigens FH hatten wir 5200 Newton rausbekommen. Das heißt, ich werde das mal auswechseln und 5200 Newton hinschreiben. Na komm, wo ist es? 5200 Newton. So, und aus Kästchen mache ich K. Dann fällt das besser auf und geht schneller zu schreiben. Und dann werden wir mal sehen, was passiert. Also, wir hatten gesagt, wir nehmen mal zwei Kästchen. Dann heißt die nächste Zeile 13.000 Newton geteilt durch 5 Kästchen. Und jetzt hier mal zwei Kästchen. Ist bloß noch 5.200 Newton. So, und jetzt hatte ich gesagt, ich teile mal durch 13.000 Newton. Und dann werden wir mal sehen, was passiert. Dann habe ich hier zwei Kästchen. Ich weiß, die kürzen sich. Ich lasse aber mal extra jetzt im Moment die Kästchen stehen. Zu 5200 Newton. Und die verhalten sich zu 13.000 Newton. Auch hier könnte ich die Newton kürzen und die Nullen streichen. Das kann man alles mal machen. Machen wir das mal relativ gekürzt und relativ klein. Dann habe ich hier, die fliegen raus.
Hier zwei Nullen weggestrichen. 52 und 130. Was ist, wenn ich das kürze? Gucken wir mal. Es geht auf jeden Fall durch 2. Vielleicht geht es auch noch durch was anderes. Geht es durch 13? Ja, wenn es durch 26 geht, geht es auch durch 13. Dann hätte ich hier nur noch eine 4 durch 13 und hier hätte ich eine 10. Und jetzt sehen wir 2 und 5, 4 und 10. Das nochmal gekürzt. Es ist dasselbe geblieben. Hat jemand jetzt eine Idee, was wir jetzt hier draus aus diesem Umstellen, lediglich Umstellen machen können? Oder sagen wir mal, wenn ich jetzt hier aus dieser Zeile hier, diese Zeile, wenn ich die jetzt nochmal schnappe und sage, was stand hier oben? Hier oben stand eine Länge. Eine Länge und hier unten drunter noch eine Länge. Wir sagen gleich, welche Länge. Und hier stand eine Kraft und hier drunter stand noch eine Kraft. Was war 5200 Newton? Das war Hangabtriebskraft, ne? Die kann ich also so malen. Und was stand unten drunter? Das war hier drüben die 13.000 Newton, das war die Gewichtskraft. So, und was war das, die Länge, die zwei Kästchen? Tja, die zwei Kästchen waren eigentlich nichts anderes. Hier zwei Kästchen lang, FH zu zwei Kästchen, war nichts weiter als, gucken wir mal, was wirkt parallel? Delta L, ne? Also haben wir die zwei Kästchen, können wir schreiben, Delta L, oder meinetwegen auch in schwarz, Delta L. Und was waren dann die fünf Kästchen? Hier, die fünf Kästchen. Das war Delta H. Vielleicht hat jetzt jemand eine Idee. So, jetzt haben wir Folgendes gemacht. Wir haben diese Formel mal zu unserer übersetzt. Und zwar haben wir aus dieser Aufgabe hier, wir haben hier die Druckkräfte und Andruckkräfte und Drehkräfte, also alles anders bezeichnet, und haben folgende Formel draus gemacht. Das sind die gegebenen Größen, Delta L waren 30 mm und so weiter und so fort. Gesuchtes F-Dreh. Wir wollen ja wissen, wie viel wir draußen am Gewinde drehen müssen, um 100 Newton zu erreichen. Und haben diese Formel, die wir eben entwickelt haben, hierauf angepasst. Also Delta H zu Delta L wie F-Druckkraft zu F-Drehkraft. So, und da haben wir 30 mm und so weiter alles eingesetzt. Das kann man ganz schnell rauskürzen, die Millimeter. Die fliegen raus, bevor wir nämlich stürzen. Die gesuchte Größe ist unter dem Bruchstrich. Jetzt steht 1,5 Dreißigstel da. Ne? Die Einsen, die können wir uns schenken, ist gleich F-Dreh zu 100 Newton. Jawohl, jetzt nehmen wir mal 100 Newton und dann kriegen wir was raus und dann bin ich mal gespannt. So, jetzt haben wir das alles eingesetzt, umgedreht und so weiter, gekürzt und dann bleiben 5 Newton. Lumpige 5 Newton ist diese Drehkraft, die wir letztendlich aufwenden müssen, um 100 Newton zu erzeugen. Das nenne ich kraftsparende Einrichtung. Also ich muss jetzt hier an der Stelle Schluss machen, sonst komme ich mit den anderen Formeln durcheinander. Das ist unser Ergebnis. 5 Newton. Wenn ich das jetzt nochmal ganz schnell sauber mache, dann sehen wir das besser. Lumpige 5 Newton. Das ist das ein Zwanzigstel von dem, was ich letzten Endes erreicht habe. Nämlich 100 Newton Andruckkraft. Und wie es dann weitergeht, wie man das dann richtig ausrechnet mit Drehmomenten und so weiter, das machen wir alles viel später. Das ist kraftsparende Einrichtung. Dankeschön, Herr Kollege. Natürlich war das ein Stück weit. Was haben wir hier gemacht? Hier drüben haben wir einfach mal unsere altbekannte Formel von hier oben mit den Kästchen. Wir haben abgeleitet aus der Länge der Pfeile und so weiter, die sich ja zu ihren Kräften entsprechend verhalten. Das haben wir umgestellt, damit haben wir das eine ausgerechnet und haben ein Experiment gemacht. Experiment in diesem Fall mathematisch. Wir haben diese Formel nochmal genommen und haben die so lange umgestellt, dass wir Folgendes herausbekommen haben. Die Längen verhalten sich zueinander genauso wie ihre dazugehörigen Kräfte. Das heißt, eigentlich müsste ich hier diese Länge, die müsste ich jetzt hier mal so malen. Diese zu der, also die lila zur blauen Länge, wie die lila Kraft zur blauen Kraft. So, das sieht aber nicht aus wie unsere allgemeingültige Regel der Mechanik, die goldene. Und das ist jetzt unser letzter Schritt. Das heißt, wir müssen jetzt hieraus nochmal was machen. Da müssen wir noch mal was Schickes draus machen, damit wir sagen,
Vielleicht kriegen wir ja doch eine allgemeingültige Formel für die goldene Regel der Mechanik aus dieser Formel gebacken. Jetzt kam ein Schüler auf folgende Idee. Und ich habe jetzt mal das Delta weggelassen. Das sind beides Differenzen, die nehmen wir jetzt mal als feste Größen. Peng. So, und da sagt er, nehmen wir doch zuerst mal FG. Und schnappen uns das. Das stört hier unten. Das hat hier unten nicht so viel zu suchen. Wir wollen ja die goldene Regel der Mechanik nochmal nachentwickeln. Dann haben wir hier L mal FG durch H ist gleich FH. Okay, das wissen wir schon. Aber jetzt mal H. Und dann ergibt sich Folgendes. Dann haben wir hier L mal FG ist gleich FH mal H. Und das sieht uns doch sehr schön nach goldener Regel der Mechanik aus. Das heißt, die Länge des Hangs mal Gewichtskraft ist gleich Hangabtriebskraft mal Höhendifferenz. Wunderbar, da ist sie. Da steckt unsere goldene Regel der Mechanik drin. Hier nochmal schnell, so sieht die aus. Hier haben wir die Länge des Hangs. Hier haben wir die Höhe, wie hoch geht's hoch. Und FG wirkt aber in diesem Fall senkrecht, FG, und FH wirkt in diese Richtung. Und das passt zusammen. Wunderbar. Schön, prima.